Ja, mein Name ist Stoffi und ich möchte euch heute den Lasercutter vorstellen. Der Lasercutter ist das wahrscheinlich beliebteste Werkzeug oder die beliebteste Maschine, die wir im Happy Lab haben, weil es einfach sehr einfach ist, damit Materialien zu bearbeiten, sei das jetzt schneiden oder gravieren. In dem Fall, der Speedy 400 hat eine Fläche von 1 Meter mal 61 cm. Das heißt, man kann Materialien in der Größe bearbeiten. Dann hat man noch einen Höhenverfahrweg, der ist dann unterschiedlich groß. In dem Fall ist das auch ganz interessant, 25 cm. Das heißt, man kann Boxen zum Beispiel auch gravieren. Ja, die Materialien, die man am Lasercutter bearbeiten kann, eins der beliebtesten Materialien ist wahrscheinlich Sperrholz. In dem Fall ist es nur geschnitten, man könnte es auch gravieren. Dann kann man Papier, Karton, Pappe, Finnpappe zum Beispiel in allen Versionen schneiden, gravieren. Acrylglas haben wir hier eine ganze Reihe von verschiedenen Materialien oder Farben, sei das jetzt komplett eingefärbt oder transparent. Also Acrylglas ist sehr gut zum Bearbeiten. Man kann Leder bearbeiten, in dem Fall ist es geschnitten und graviert, ein netter Schlüsselanhänger. Es gibt Glas zum Beispiel, kann man jetzt nur gravieren, aber nicht schneiden. Da gibt es ein paar so Materialien, die kann man nur gravieren, nicht schneiden. Was ganz schwer geht, beziehungsweise auf dem Lasercutter eigentlich gar nicht, ist Metall. Man kann Metall, das funktioniert von der Wellenlänge einfach nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, mit Hilfe von einer Transferfolie, dass man Edelstahl beschriften kann. Ist aber auch nicht gravierend, also das ist wirklich ein Spezialfall. Und dann gibt es noch Materialien, die kann man oder soll man gar nicht bearbeiten. Das ist zum Beispiel PVC, weil PVC einfach ausgast beim Schneiden. Und da können giftige Dämpfe entstehen, die sowohl den Menschen als auch die Maschine schädigen können. Und wir werden jetzt anhand oder mit einem anderen Material wieder mit Laserply, das ist ein Schildermaterial, da werden wir jetzt ein praktisches Beispiel durchmachen vom Computer, von der Computerdatei zum fertigen Produkt im Lasercutter. Ja, bevor wir jetzt unsere Datei schneiden können oder gravieren können, müssen wir die Datei digital aufbereiten. Und da gibt es grundsätzlich zwei Sachen. Wir haben einen Vektormodus und einen Rastermodus. Der Vektormodus, der wird fürs Schneiden verwendet und der Rastermodus fürs Gravieren. Der Vektormodus, der fährt wirklich wie ein Stift die Linie nach und schneidet das Material. Im Rastermodus, da wird es zeilenmäßig abgearbeitet, wie man es eigentlich von einem Drucker kennt. Beim Vektormodus ist es ganz wichtig, dass es eine Haarlinie ist, sonst schneidet es, erkennt er es nicht als Schnittlinie. Beim Raster kann man Flächen, aber auch JPEGs verwenden. Also da hat man beim Raster viel mehr Möglichkeiten, die zu verarbeiten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gleich in CorelDRAW an. Die Software hier im Happy Lab ist CorelDRAW. Man kann aber natürlich auch von vielen anderen Programmen die Dateien importieren. CorelDRAW kann quasi jedes gängige Vektorformat lesen, sei das von AutoCAD, sei das von Illustrator. Also die kann man alle in CorelDRAW importieren. Ganz wichtig, viele Programme verwenden einen ZMYK-Modus. CorelDRAW oder der Lasercutter arbeitet im RGB-Modus. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Wir öffnen jetzt unsere Datei. In dem Fall ist es der Schlüsselanhänger. Ich zoome jetzt nochmal auf unser Projekt. Auf der rechten Seite, am rechten Screenrand, sehen wir eine vordefinierte Farbpalette mit 16 Farben und diese 16 Farben kann der Lasercutter auch in verschiedenen Arbeitsschritten umsetzen. Das heißt, man kann Farben definieren, ob sie schneiden sollen, ob sie gravieren sollen, in welcher Stärke sie gravieren sollen. In unserem Fall, unsere Datei, haben wir Rot als Schnittlinie definiert oder Schnittfarbe definiert und Schwarz zum Gravieren. Der nächste Schritt ist, dass ich überprüfe, ob wirklich die Farben stimmen, ob das wirklich Rot für uns jetzt zum Schneiden und Schwarz zum Gravieren ist. Das heißt, ich markiere mal die Linie und rechts unten zeigt es mir die Stiftfarbe an. In dem Fall ist es rein Rot und
daneben ist ein kleines Stiftsymbol. Wenn ich hier doppelklicke, öffnet sich ein kleines Kontextmenü und da kann ich nochmal kontrollieren, ob es sich um die Haarlinie handelt. Noch einmal, wenn es keine Haarlinie ist, erkennt er es nicht als Schnittlinie. Wenn ich jetzt mehrere Linien in dieser Datei habe, hier wiederum in unserem Fall die Außenschnittkontur und das Schlüsselringloch, dann kann ich auch mit der Maus einen Rahmen ziehen und dann ist beides markiert. Also so kann man mehrere Sachen oder mehrere Linien auf einmal markieren. Wir haben jetzt kontrolliert, dass unsere Schnittlinie RGB-Rot und H-Linie ist. Das gleiche mache ich jetzt noch einmal mit unserer Gravurfläche, dem HappyLab-Logo. Und da haben wir rechts unten diesmal keine Stiftfarbe oder keine Stiftbreite, aber die Füllfarbe ist rein schwarz. Das heißt schwarz-rot definiert. Jetzt markiere ich den Bereich, den ich schneiden will. Manchmal hat man in einer Datei auch mehrere Objekte, die man jetzt nicht schneiden möchte. Das heißt, man markiert den Bereich, den man schneiden möchte, geht in das Dateimenü Drucken. Und da haben wir jetzt schon unseren Trotec Engraver als Standarddrucker ausgewählt. In dem Bereich gibt es noch eine kleine wichtige Einstellung. Wir haben gerade in unserer Datei den Bereich markiert, den wir gelasert haben wollen. Das heißt, wir müssen auch hier beim Druckbereich auf Auswahl gehen, dass er nur den Bereich nimmt. Jetzt geht es weiter in die Grundeinstellungen. Wir schauen uns dieses Kontextmenü jetzt einmal von oben nach unten an. Die erste Einstellung auf der rechten Seite ist unsere Jobgröße oder unsere Materialgröße eigentlich. Das heißt, in dem Fall ist die Platte 250 x 250 mm. Das heißt, das tragen wir hier rechts ein. Und die weitere Einstellung, hier gibt es einen kleinen Hackerl auf Jobgröße minimieren. Das heißt, er definiert die Größe anhand des Objektes, das wir schneiden wollen. Dann geht es einen Schritt hinunter, das ist der nächste umfangreiche Schritt, die Materialauswahl. Jedes Material braucht andere Einstellungen, hängt von der Stärke ab, hängt ab, ob es Acryl ist, ob es Holz ist. Es hängt auch ab, ob es Pappelsperrholz ist oder Buchensperrholz. Also jedes Material hat eigene Einstellungen. Es gibt hier eine gesperrte Datenbank von ausprobierten, für gut befundenen Schnitteinstellungen, Graviereinstellungen, die kann man nicht verändern. Es gibt aber auch eine Wiki-Seite, also eine Wikipedia-Seite für Materialien. Die werden wir uns kurz anschauen. Die ist auch standardmäßig als Startseite abgespeichert. Und da gibt es für den Lasercutter auch eine Liste von geeigneten Materialien. Und da gibt es eine sehr, sehr umfangreiche Liste, die User angelegt haben, mit erprobten Werten. Das heißt, wenn man jetzt ein neues Material mitbringt, dass man das aber nicht findet im Druckertreiber, im CorelDRAW, kann man hier noch einmal nachschauen oder auch Annäherungswerte finden. Beispiel, ich habe jetzt ein Buchenholz 5 mm, gibt es hier in der Liste nicht, aber hier gibt es 4 mm Buchensperrholz. Das heißt, da habe ich schon Richtwerte, wo ich mich antasten kann. Es ist immer ein bisschen ein Ausprobieren dabei, aber das sind Werte, mit denen kann man mal anfangen auszuprobieren. Es empfiehlt sich auch immer, bevor man das eigentliche Projekt schneidet, ein kleines Viereck, einen kleinen Kreis zu schneiden oder auch einen Buchstaben zu gravieren, um einfach zu schauen, okay, sind das Werte, die mir gefallen? Ist das eine schöne Schnittkante? Ist die Gravur so, wie ich mir das vorstelle? So kann man sich die Werte anschauen, beziehungsweise in unserem Fall gibt es eben schon vorgegebene Einstellungen, Laser Apply 1,5 mm. Die kann ich mir hier schon auswählen. Das sind die Materialeinstellungen. Die nächsten Einstellungen, die ich in dem Kontextmenü finde, sind die Farben. Wir haben vorher in CorelDRAW schon gehört, dass es diese Farbpalette von 16 Farben gibt. Und das sind hier jetzt die korrespondierenden Farben. Das heißt, ich kann
jeder Farbe einen Auftrag oder einen Arbeitsauftrag zuweisen. In dem Fall haben wir ein gesperrte Materialvorlage, das heißt, da kann ich nichts verändern, was ja auch Sinn ist, aber ich kann auch ein neues Material anlegen und da kann ich dann sehr wohl sagen, welche Farbe soll welchen Job übernehmen. Da gibt es dann, also die erste Spalte zeigt uns die Farbe an, die zweite Spalte die Prozessart, das kann jetzt Schneiden, Gravieren sein, dann stellen wir die Leistung ein. Die Leistung ist, wie viel Prozent der vorhandenen Leistung oder der maximalen Leistung möchte ich verwenden. Die nächste Einstellung ist die Geschwindigkeit, mit welcher Geschwindigkeit über dieses Material drüber fährt. Und die dritte Einstellung, das sind die PPI, das sind die Puls pro Inch. Wie oft fährt der Laser pro Inch in dieses Material hinein? Die nächste Einstellung ist, wie viele Durchgänge ich habe. Das ist interessant, wenn es dickere Materialien sind oder sensiblere Materialien sind. Und die nächste Einstellung ist die Zublasung. Die Zublasung muss immer aktiviert sein, außer bei Spezialfällen. Aber prinzipiell die Zublasung immer aktivieren. Das ist eine kleine Luftdüse, die beim Laser positioniert ist und die das verbrennte Material wegbläst, damit es nicht auf der Linse haften bleibt, einfach um die Standzeit des Lasers zu erhöhen. Ja, eine weitere Einstellung, das ist der Z-Offset, das ist auf der rechten Seite dieser Tabelle. Und beim Fokussieren fokussieren wir ja den Laserstrahl auf die Oberfläche des Materials. Bei dickeren Materialien oder wenn man eine speziellere Gravur haben möchte, macht es auch Sinn, den Fokus in die Mitte des Materials zum Beispiel zu setzen. Und da kann man dann diesen Z-Offset eben verschieben, dass der Fokus etwas ins Material oder auch aus dem Material hinausgeschoben wird. Also dafür ist diese Z-Offset notwendig. Ja, die weitere Einstellung, weiter unten im Kontextmenü, sind die Prozessoptionen. Bei den meisten Anwendungen reicht die Standardeinstellungen, aber es gibt einen Stempelmodus, wo man dann Stempeln gravieren kann. Es gibt einen Reliefmodus, es gibt einen Fotomodus, wo man dann Fotos sehr schön auf das Material gravieren kann. Da kann man sich auch dann ausprobieren, welcher Modus für sein Projekt jetzt am besten funktioniert. Und die letzte Einstellung, die es in diesem Prozessoptionen-Menü oder Teil gibt, ist innenliegende Geometrien zuerst. Das hat den Vorteil, wenn man, also da arbeitet der Laser von innen nach außen. Das heißt, wenn man innen einen Kreis hat, wird der erst ausgeschnitten und nicht außen das Viereck. Das hat den Vorteil, wenn man das Äußere schneiden würde und das Material liegt nicht ganz plan auf der Oberfläche, weil es vielleicht gebogen ist, dann kann sich das nach dem Schneiden absenken und wenn man dann das Innere schneidet, kommt er nicht mehr durch. Das heißt, innen anfangen, nach außen arbeiten und das ist einfach eine Optimierung des Prozesses. Ja, nachdem wir unsere Einstellungen getroffen haben, bestätigen wir das, kommen wieder zurück ins Corel-Draw-Drucker-Menü. Das bestätigen wir auch mit Drucken und jetzt öffnet automatisch ein zweites Programm, den Job Control. Aber bevor wir uns das Job Control anschauen, gehen wir noch einmal zum Laser-Cutter und richten hier alles ein. Ja, wir werden jetzt einmal zum praktischen Teil gehen und das Gerät einschalten und möchte ich ein bisschen was über diese Initialisierung des Gerätes erzählen. Als erstes mal mit unserer Mitgliedskarte schalten wir bei der Totmann-Schaltung das Gerät ein. Ja, und dann passieren zwei Sachen automatisch im Laser-Cutter. Das eine im Hintergrund, man kann schon hören, dass sich die Lüftung aktiviert hat. Und die Lüftung, das ist Lüftung, Absaugung eigentlich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Und da ist es wichtig, falls eine Störung auftritt, bitte nicht selber herumbasteln, versuchen zu reparieren, sondern einfach bitte eine E-Mail schreiben und dann wird so schnell an der Lösung gearbeitet. Aber wie gesagt, nicht jetzt aufschrauben, Filter versuchen selber zu reinigen. Und die zweite Sache, der Laser-Cutter selber startet eine Referenzierungsfahrt.
Das heißt, er initialisiert es, macht die maximalen oder fährt die maximalen Arbeitswege ab. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass der Deckel vom Lasercutter geschlossen ist, weil sonst macht er diese Referenzierungsfahrt einfach nicht und er ist dann auch nicht bereit, um eure Projekte zu schneiden. Eine Sache, die erst nach einiger Zeit sozusagen in Kraft tritt, ist die Totmannschaltung, fängt nach einem gewissen Intervall zu blinken an. Das hat den Sinn, dass ihr das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lasst, arbeiten lässt. Es wird hier doch Material verbrannt und wenn es ein leicht entzündliches Material ist, kann sich hier ein Brand entwickeln. Das heißt, wenn man nach diesem Zeitpunkt die Totmannschaltung zum Blinken anfängt, einfach eure Mitgliedskarte wieder hinhalten, um diese Aktivierung wieder zu verlängern. Wenn das nicht gemacht wird, dann fängt es zum Piepsen an und wenn ihr dann mit der Mitgliedskarte nicht reaktiviert, dann schaltet sich das Gerät einfach komplett aus. Das heißt, auch euer Projekt, bei dem ihr gerade seid, ist dann im Prinzip verloren. Also bitte immer beim Gerät bleiben. Gut, unser nächster Schritt, der nächste Arbeitsschritt, ist das Material einlegen in den Lasercutter und fokussieren. Fokussieren ist insofern wichtig und muss jedes Mal wiederholt werden, weil es um unterschiedliche Materialstärken geht. Das heißt, für jede Dicke eines Materials muss man wieder neu fokussieren. Dazu öffnen wir den Lasercutter, legen das Material ein. Der Lasercutter arbeitet mit absoluten Koordinaten, das heißt, man kann es im Prinzip irgendwo auf dem Wabentisch positionieren. Später, softwaremäßig mit dem Job-Control, kann man es dann sehr gut ausrichten. Der nächste Schritt ist Fokussieren. Dazu nehmen wir unseren manuellen Fokusstift, fahren mit Hilfe des Bedienfeldes über das Material und fahren den ganzen Wabentisch in die Höhe. Und hier ist es wichtig, dass man behutsam vorgeht. Wir wollen nicht mit dem Laserkopf in den Wabentisch hineinfahren. Wenn man jetzt in der Nähe des Materials ist, auf 2 cm, legt man den Fokusstift an. Der hat hier eine kleine Messingnase, wird hier angelegt und dann fährt man wiederum mit dem Bedienfeld langsam hinauf, bis dieser Fokusstift hinunterfällt. Also es ist nicht hinuntergefallen, hat sich aber schon ein bisschen gedreht. Also da muss man sehr, sehr genau schauen, dass entweder runterfallen, aber sobald er ankommt, sobald er eine Berührung hat, dann hat man im Prinzip fokussiert. Weiterer Schritt einfach zumachen, den Deckel, und dann ist man bereit, den Job weiter zu verarbeiten. Mechanisch oder am Lasercutter selber hat man das eigentlich alles getan. Wir sind jetzt in der Job-Control und das Erste, was wir machen müssen, ist den Computer mit dem Lasercutter zu verbinden. Und da gibt es hier rechts unten einen kleinen Icon, schaut aus wie ein USB-Stecker. Den klicken wir mal an und dann verbindet sich diese zwei Geräte miteinander. Sobald wir verbunden sind, erscheint am Bildschirm auch ein Fadenkreuz und das zeigt uns genau die Position an, wo sich der Lasercutter oder der Kopf des Lasercutters gerade befindet. Jetzt ziehen wir unsere Datei auf die Arbeitsfläche und positionieren sie beim Fadenkreuz. Das hat eine Magnetfunktion, das heißt, das snappt sofort auf dieses Fadenkreuz. In der obersten Icon-Leiste gibt es ein kleines Auge, das ist ein What This Is What You Get Editor und da können wir noch einmal unser Material oder unser Projekt anschauen und kontrollieren. Wir haben hier auch noch einmal das Material, das wir schon im CorelDRAW gewählt haben. Da könnten wir noch schauen, ob er das richtig übernommen hat, einfach noch einmal zur Kontrolle. Ein weiteres wichtiges oder interessantes Icon ist auch in der obersten Zeile, gibt es ganz rechts wiederum diese Materialdatenbank. Die gleiche Materialdatenbank, die wir schon in Corel gehabt haben, falls wir hier Werte
anpassen, ändern müssen, können wir das hier machen. Aber unsere Einstellung passt, das heißt, können wir wieder mit OK quittieren. Hier auf der linken Seite, im ganz linken Fenster, haben wir noch die Berechnung. Hier zeigt auch die Farben an, welche Farbe für Schneiden, welche Farbe fürs Gravieren ausgewählt ist. Und bitte noch einmal auf Aktualisieren gehen, dann zeigt er die reellen oder die realen Schnittwerte an, meistens wesentlich kürzer als vorher gestanden ist. Und wenn alles funktioniert, kann man schon, ist der Job bereit. Falls man mehrere, in unserem Fall Schlüsselanhänger, auf einmal schneiden will, gibt es noch eine nette Funktion. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf unser Objekt und da gibt es Job duplizieren. Wenn man das anklickt, setzt das sofort ein zweites, das Objekt einfach nochmal hinein. Das heißt, man muss nicht mehr zurück nach CorelDRAW gehen, sondern kann das hier gleich zweimal einsetzen. Hat man den Schlüsselanhänger in unserem Fall schon geschnitten, dann wird er hier schraffiert dargestellt, grau dargestellt, also deaktiviert. Ist man aber zufrieden und will es einfach reproduzieren, auch wiederum rechte Maustaste und der oberste Punkt ist gleich Job Reset und somit wird der Job Reset und man kann ihn auch gleich nochmal schneiden. Wir löschen jetzt einen nochmal raus, dass wir nur einen Schlüsselanhänger hier haben und können hier jetzt dann auf Play gehen und dann fängt er an zu schneiden. Wichtig ist, beim ersten Schnitt gibt es ungefähr eine 20 Sekunden dauernde Verzögerung. Da muss sich einfach der Filter initialisieren und das braucht am Anfang noch eine gewisse Zeit lang. Ja, der Schneidevorgang ist jetzt beendet, das heißt, jetzt können wir das Material rausnehmen. Das heißt, wir öffnen einfach die Klappe und können unseren Schlüsselanhänger fertig rausnehmen. Man kann jetzt noch ein bisschen die Schmauchspuren wegwaschen, aber im Prinzip haben wir unser Material geschnitten und wir haben einen netten Schlüsselanhänger gemacht und das Material können wir fürs nächste Projekt weiterverwenden. Der letzte Schritt, den wir jetzt noch machen müssen, ist den Lasercutter in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. Das heißt, unser Projekt geben wir mal auf die Seite, fahren mit dem Wabentisch ganz hinunter. Der nächste Schritt ist, wir öffnen die vordere Klappe. Und auf beiden Seiten des Wabentisches sind kleine Druckknöpfe, die sind federgelagert. Und wenn die vier draußen sind, kann man den Wabentisch komplett rausheben und am leichtesten ist dann hier den unteren Bereich mit dem Besen oder auch mit dem Staubsauger einfach zu reinigen, damit Reststücke rauskommen. Auch ganz wichtig, einfach wegen der Brandgefahr. Das heißt, wenn der Lasercutter beim Schneiden durchfahren sollte und es liegt unten noch Pappe oder Holz, kann es hier unten leicht zum Brennen anfangen. Also das bitte zu vermeiden und den Lasercutter in einem gesauberten oder gesäuberten Zustand zurücklassen. Nach dem Säubern auch den Wabentisch bitte wieder einbauen. Auch ganz einfach ins Gerät einlegen und dann einfach diese vier Knöpfe wieder hinunterdrücken, Klappe zu und der Lasercutter ist bereit für den nächsten Job.